Warum mache ich mir die Arbeit? Ohne Scheiß. Diejenigen, die dieses Video sehen und sich für den Inhalt interessieren, haben entweder schon eine feste Meinung dazu, die entweder positiv für mich oder negativ gegen mich ist, und sind entweder aufgeschlossen und sagen sich, ja, es hört sich okay an, sind aber sowieso auf meiner Seite. Oder es sind diejenigen, die sagen, du hast gar nichts verstanden, nimm, 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 nimm. Und die sind in der Regel immer gegen mich. Okay, worum geht's eigentlich? Ich glaube, am 12., 13., irgendwas August, ein Video hochgeladen über, was war da, über kann Gott einen Stein erschaffen, der so schwer ist, dass er ihn selber nicht heben kann? Und ich habe seit einer Woche wieder irgendeine Diskussion mit jemandem laufen und mir wurde ein Video, natürlich eins von diesen tollen Spracheditor-Videos, als Video ein Wort geschickt und oh, das macht alles keinen Spaß mehr. Okay, nochmal, alle, die das Video nicht kennen, es ist zwar verlinkt, aber nochmal für alle. In dem Video stelle ich die Hypothese auf, dass große, tolle Frage, die oft von Atheisten und Nicht-Monotheisten, weil alle immer vergessen, warum auch immer, also die oft von Nicht-Monotheisten benutzt wird: Kann ein allmächtiges Wesen einen Stein erschaffen, der so schwer ist, dass dieses allmächtige Wesen den Stein nicht heben kann? Ich habe in dem Video darauf aufmerksam gemacht, dass dieses Wesen laut der Logik des Universums diesen Stein entweder heben, so entweder heben kann, das heißt, er konnte keinen Stein erschaffen, der so schwer ist, als er ihn nehmen könnte. Oder es kann zwar einen Stein erschaffen, der so schwer ist, dass er sie selber nicht heben kann, dann wäre es aber nicht mehr allmächtig, weil es halt diesen Stein nicht heben kann. Und ich habe jetzt zig Kommentare bekommen und dieses Antwortvideo und es läuft immer rechts vorbei und links vorbei und oben drüber und niemand kommt auf den Punkt, den ich in dem Video anspreche. Warum? Weil der Punkt unbequem ist. Das Problem wird nämlich von Monotheisten in der Regel so gelöst, dass man sagt, ja, Allmacht heißt ja, dass er alles kann. Das heißt, er kann auch die Logik brechen. Das heißt, er kann einen Stein erschaffen, den er zwar eigentlich nicht heben kann, aber kann ihn dann doch heben, weil, hey, er ist halt allmächtig und Logik braucht er ja nicht können. Die zweite Lösung, die sehr viel häufiger ist, heißt dann, ja, aber Gott hat ja auch Logik und darum braucht er sowas gar nicht machen. Ich möchte mich jetzt erstmal auf die zweite Aussage konzentrieren. Die erste habe ich im Video zwar schon ausgiebig behandelt, aber ich werde sie nachher nochmal behandeln. Also, zurück zu unserem Gott hat ja Logik. Zu diesem Punkt könnte ich erstens ein paar Beispiele aus verschiedensten lustigen Büchern anführen, so Bibeln und so ein Scheiß, indem man merkt, nein, Gott hat kein Gehirn, aber das wäre ja böse. Sondern ich werde jetzt mal mit einem anderen logischen Beispiel kommen. Im Brockhaus 2010. Das ist übrigens der Auszug aus dem Antwortvideo. Steht, dass Allmacht in vielen Religionen und Philosophien ein Wesen beschreibt mit einer unbegrenzten Macht. Ich definiere nochmal nach unbegrenzt. Also, eine unbegrenzte Macht ist von der Logik eingegrenzt. Interessant. Begrenzte Mächte sind das interessanterweise nicht. Wenn mich einer fragt, kannst du springen? Kann ich. Kann ich auch aus dem Fenster springen? Das kann ich auch, aber ich werde es nicht machen, weil ich mir dann in der Regel alle Grieten brechen werde. Warum kann also ich, dummer, schwacher Mensch, sagen, ja, ich kann das machen, aber ich werde es nicht tun? Und der große, allmächtige Gott kann sich hinstellen und sagen, das ist doof, ich brauche da gar nicht drüber nachdenken. Das wäre ein bisschen so, als wenn ich sage, sag mal, bist du sicher, dass wir die Stromleitung so legen sollten? Das könnte auch in einen Kurzschluss oder einen Brand ausarten. Und dann sagt mein Kollege, der den Strom verlegt, Jung, das ist eine doofe Idee, denk da gar nicht drüber nach, das wird wohl alles klappen.
Und er schaltet den Strom an und das Haus fängt an zu brennen wegen Kabelüberhitzung. Also, fassen wir zusammen. Wenn wir eine unbegrenzte Kraft haben, nennen wir sie mal X, und wir über diese Kraft genaue Aussagen machen können, was diese Kraft X kann und was die Kraft X nicht kann. Wieso können wir dann für die unbegrenzte Kraft Y dieselben Aussagen nicht machen? Das wäre so, als wenn ich sage, ja, ich weiß zwar genau, was ich mit dem Strom machen kann, aber sobald der zu hoch stark ist, der Strom, weil ich das zu hoch aufdrehe, kann ich da nichts mehr drüber sagen. Dann kann der Strom auch auf einmal über Metall, auf Steine, auf Holz und frag mich, was überspringen. Da kann ich Leitungen aus Papier bauen. Nein. Die Stärke einer Kraft sagt nichts über den Sinn aus. Ich kann den Strom so weit aufdrehen oder runterdrehen, wie ich will. Ich weiß immer genau, mit dem Strom kann ich elektrische Spannung und elektrische Kraft durch Metall leiten und andere leitende Stoffe. Wieso kann man dann bei einer unbegrenzten Macht auf einmal nicht mehr sagen, das kann ich, aber das werde ich nicht machen, wenn das bei begrenzten Kräften noch geht? Wäre eine schöne Frage, mal beantwortet zu sehen, aber da wird sich ja immer drumherum geschlängelt. Des Weiteren möchte ich darauf eingehen, dass Gott regelmäßig alle möglichen Naturgesetze bricht. Lest mal so schöne Sachen wie die Bücher Mose und sowas. Er lässt Feuer vom Himmel regnen, lässt den Nil zu Blut werden, Frösche, Heuschrecken, das ganze Zeug. Er lässt Bären aus dem Nichts entstehen, um kleine Kinder zu töten. Top übrigens. Er kann Universen, Engel und Welten erschaffen. Aber ein Stein, das ist auf einmal ganz schwierig. Wäre. Nee, ich werde jetzt mal die Offensive ergreifen. Ich stelle mir selbst eine Frage und ich werde sie mir selbst beantworten. Könnte Odin, für alle, die es nicht wissen, Odin ist in der nordischen und in der germanischen Mythologie unter dem Namen Wotan der höchste Gott. Er ist Gott des Wissens, einer von vielen Kriegsgöttern, weil, hey, so war die Kultur halt. Und hat auch ab und an mal so schöne Sachen, laut einigen Legenden, das überspritzt sich alles so ein bisschen, und ab und an auch mal irgendwas erschaffen. Die Frage wäre jetzt, kann Odin mit endlicher Kraft ein Wesen erschaffen, das stärker ist als er selber? Natürlich kann er das. Das wäre aber dämlich und darum macht er es nicht. Okay, also ich kann über ein Gott, so ein ätherisches Wesen, etwas aussagen. Ich kann sagen, es ist unsinnig, aber ich kann die Aussage machen, dass etwas tun könnte. Warum kann ich das also über Odin, Thor, Ra, Seth und fragt mich nicht, wie noch alles machen. Aber auch beim abrahamitischen Gott wird es auf einmal spooky. Ohne Scheiß, ich habe unter den ganzen Kommentaren nicht eine Ja kann er oder Nein kann er nicht Antwort bekommen. Also, wo war ich? Ach ja, warum ist es, Endfrage zu diesem Punkt, warum ist es auf einmal mit Logik verknüpft, wenn ich mit unendlicher Macht irgendwas basteln will. Das ist es bei endlicher Macht nicht. Ich meine, hey, was haben wir Menschen mit endlicher Macht alles gebaut? Eine Atombombe brauchten wir nicht, haben wir trotzdem gebaut. Guckt euch den Markt an, was wir all für einen Scheiß haben. Das braucht kein Schwein, wir haben es trotzdem. Und wir schaffen es regelmäßig, uns gegenseitig über den Haufen zu schießen. Ist das sinnvoll? Nein, aber wir können es. Die Logikfrage wäre jetzt, wenn wir sagen können, mit endlicher Macht kriegen wir was hin, es ist unsinnig, aber wir könnten das machen, warum geht das mit unendlicher Macht auf einmal nicht mehr? Schöne Frage, wäre gut, wenn das beantwortet wird. Kommen wir jetzt zu dem etwas komplizierteren.
Das hieße Almach, so das etwas kompliziertere war, ich habe jetzt 10 Minuten gelabert auf den Punkt. Boah, ich hasse sowas. Und diese 10 Minuten Gelaber hatten am Anfang einen eigenen Problemansatz. Der Problemansatz wäre, ja, aber Allmacht heißt ja, dass er keine Grenzen hat, das heißt auch keine logischen Grenzen. Das heißt, Gott kann den Stein gleichzeitig erschaffen und heben und das ist trotzdem kein Widerspruch. Das Problem ist, wenn das stimmt, implodiert unser Universum. Wir leben in einem dreidimensionalen Universum, ich habe es nachgeguckt. Und innerhalb dieses dreidimensionalen Universums ist ein Paradoxon leider nicht lösbar. Das ist zum Beispiel, wer jetzt nicht weiß, was ein Paradoxon ist, es gibt zum Beispiel das Großvater-Paradoxon bei Zeitreisen. Wenn ich in die Zeit zurückreise und lande mit der Zeitmaschine auf meinem Großvater, dann würde ich nie gezeugt, also nie gezeugt werden, mein Vater würde nie gezeugt werden. Ich würde also nie existieren. Das heißt, ich könnte gar keine Zeitmaschine bauen, um auf meinem Großvater zu landen. Das heißt, dadurch würde ich ja wieder entstehen. Aber dadurch, dass mein Großvater mich wieder, also mein Vater wieder gezeugt hätte, mein Vater mich wieder gezeugt hätte, hätte ich wieder die Zeitmaschine gebaut, wäre auf meinem Opa gelandet und er wäre wieder tot und ihr kennt die Reihe. Das heißt, diese logische Schlussfolgerung schließt sich aus. Das heißt, bei Zeitreisen geht man davon aus, A, Zeitreisen in die Vergangenheit sind nicht möglich. Oder B, dadurch entsteht eine Alt durch jede Zeitreise in die Vergangenheit entsteht eine alternative Zeitlinie, die separat zu unserer Zeitlinie existiert, die wir aber nie betreten können. Und in dieser separaten Zeitlinie bin ich in die Zeit zurückgereist. In der normalen Zeitlinie funktioniert die Maschine nicht. Dasselbe funktioniert übrigens, wenn jemand zum Beispiel Hitler töten möchte. Ich reise in die Zeit zurück und möchte Hitler töten. Weil ich aber in die Zeit zurückgereist bin und Hitler getötet habe, ist er nie zum Führer des Deutschen Reichs geworden. Das heißt, ich hatte keinen Grund, in die Vergangenheit zurückzureisen, hätte es nie getan. Aber dann wäre Hitler wieder Führer geworden und so weiter und so weiter. Das heißt, entweder sind Zeitreisen nicht möglich oder eine alternative Zeitlinie entsteht oder das Universum implodiert. Weil das Universum mit drei räumlichen Dimensionen, einer Zeitdimension sowas halt nicht mitmacht. Das wären die drei Möglichkeiten, die man hätte. Das heißt, wir hätten bei allen Paradoxen drei Möglichkeiten. Besser gesagt, zwei Möglichkeiten. Erstens, es funktioniert nicht innerhalb des Universums. Zweitens, wenn es funktioniert, muss es außerhalb des Universums passieren. Das ist richtig, außerhalb des Universums. Das habe ich weit und breit und laut und deutlich plattgewalzt in meinem Video. Ich habe, glaube ich, 3 Minuten nur über diesen Satz geredet. Das muss dann außerhalb des Universums sein. Und darum ist das so und darum so und darum nicht in diesem Universum, sondern woanders. Wäre unser Universum vierdimensional, hätte ich kein Problem da. So vier räumliche Dimensionen, hätte ich damit kein Problem. Da geht höchstwahrscheinlich sehr viel. Ich meine, ich weiß, wie ein vierdimensionaler Würfel aussieht. Das Ding ist Mindfuck pur. Also. Yikes. Aber in unserem dreidimensionalen Universum kann man nicht gleichzeitig etwas erschaffen, das man nicht heben kann, es dann trotzdem heben und sagen, passt alles. Das gibt die Substanz des Universums nicht her. Das heißt, das müsste außerhalb des Universums passiert sein. Das Problem mit außerhalb des Universums existierenden Wesen ist, das Universum ist unser Definitionsbereich. Im Universum können wir sagen, es ist groß, es ist klein, es ist dick, es ist dünn, es ist rot, es ist lila, es ist gelb. Außerhalb des Universums können vollkommen andere Zustände herrschen. Unsere Definitionsgrenze ist ein dreidimensionaler Raum mit einer zeitlichen Dimension. Keiner, und ich meine wirklich keiner, außer irgendwelchen Superhirnen wie Stephen Hawking und wie die nicht alle heißen, kann sich eine andere, also eine höhere Art des Lebens vorstellen. Ein vier räumliche Dimensionen und zwei Zeitdimensionen. Oder Zeitdimensionen im Quadrat. Das ist
für den Otto-Normaldenker nicht möglich. Das heißt, okay, ich habe jetzt 15 Minuten gelabert, ich mache hier mal einen kleinen Cut. Ich habe eigentlich alles gesagt. Nochmal zusammengefasst. Erstens, wenn es auf die Logik ankommt bei der Allmacht, warum? Man kann nicht einfach sagen, ja, das ist ja Gott und fertig. Nein, bei Menschen kann man sagen, ja, der könnte sich selber in den Kopf schießen, aber der kann die Waffe ja auch anders benutzen. Und zweitens, zudem ist, ja, aber der kann ja unendlich und mega und super duper. Das klappt innerhalb des Universums nicht, weil das Universum das nicht hergibt. Das habe ich mehrfach im Video ausgeführt. Wenn ihr das Video euch nicht ansehen wollt, macht keine Kommentare und macht keine Videoantworten. Und noch ein kurzer Nachtrag an, wie hieß er? An German Greed, der das Video gemacht hat. Besorgt ihr bitte ein Mikrofon. Ich hasse diese unheimlich dämliche Blechstimme, die man von diesen... Ich bin eine Sprachausgabe und ich habe eine schreckliche Betonung Windows-Dingern bekommt. Ich weiß, ich kann niemanden zwingen, irgendwie sich ein 5-Euro-Mikrofon von, weiß ich, wo man die herbekommt, zu besorgen, aber versucht es. Das macht die Videos sehr viel sympathischer. Also dann, ihr wisst, wer ich bin. Ja. Tüdeli, tüdel da, ciao.